Seit Anfang Oktober wird im Kino im Film Pandorum mit einer Waffe geschossen, und zwar scharf geschossen, die hier in Lautrach bei Dominik Schindler Creations produziert wurde. Was hat es denn mit dieser Waffe auf sich? Als Konstantin Film von ungefähr einem Jahr, eineinhalb Jahren auf uns zukam und uns damit beauftragte, mehrere Produkte für einen neuen Science-Fiction-Film zu gestalten, waren wir am Anfang natürlich extrem überrascht. Haben uns dann aber wirklich gefreut, dass wir das wirklich zum ersten Mal für die Filmindustrie arbeiten durften. Und dann habt ihr die Nanogun entwickelt. Wie funktioniert sie denn? Die Nanogun ist die Grundidee basiert eigentlich auf das, dass wir wirklich eine Art Waffe konzipieren wollten, die den Bediener erlaubt, auch andere Gegenstände gleichzeitig in der Hand zu haben. Also in dem Fall ist die Waffe wirklich an den Unterarm angemacht und der Schauspieler kann jederzeit andere Gegenstände auch haben. Welche Munition ist drin? Ja, die Munition ist nicht ganz definiert. Also es ist schon Film und in Filmen bleiben oft viele Fragen offen und so auch bei diesem Film. Eine Firma aus dem Landleger aus Hollywood, ist das was Besonderes für Sie? Ja, doch, also es ist auf jeden Fall was Besonderes für uns, vor allem weil die ganzen Hollywood-Produktionen, die haben ja normalerweise ihre eigenen Filmset-Designer, und insofern war es für uns von Dominik Schindler Creations natürlich noch eine große Auszeichnung, dass sie praktisch ihre eigenen hausinternen Designer übergangen sind und sich wirklich externe Hilfe von uns geholt haben. Produzieren Sie öfters Waffen oder was machen Sie denn sonst noch? Also wir produzieren überhaupt keine Waffen, sondern wir gestalten. also bei uns ist es so, wir produzieren natürlich keine Waffen, also wir sind keine Waffenhändler oder irgendwas, sondern wir sind eigentlich eine Designfirma mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten. Das erste ist Interface-Design, also es wirklich um die logische und intuitive Gestaltung von Benutzeroberflächen geht. Das zweite ist wirklich Corporate Architecture, und der dritte Bereich für uns ist Produktdesign. Von dem her war es für uns schon sehr überraschend, als Konstantin Film eigentlich auf uns zugekommen ist, weil die Gestaltung von Filmrequisiten ist normalerweise nicht unser Kerngeschäft.